Yo Freunde, was geht ab? Hier ist Timo Battes. Ich hoffe, euch geht's gut und ich bin heute hier mit Ilja und mit Misty. Die zwei Jungs sind hinter der Kamera. Vielen Dank erstmal. Und wir sind heute im Kino in der Königsstadt und ich drehe ein neues Video für euch von Timo Talks. Wir reden nochmal weiter über die Filmbranche. Es gab schon zwei Videos, wie wird man Schauspieler und wie bereite ich mich für meine Rollen vor. Ihr könnt gerne in die Infobox klicken und euch die reinziehen. Und heute geht's darum, wie wird man eigentlich für so einen Film besetzt und wie läuft so ein Casting ab? Das haben ja auch viele schon geschrieben und ja, ich würde sagen, legen wir einfach los. Also wie wird man für so einen Film besetzt? Wie läuft so ein Casting ab? Auch da gibt es so zwei Varianten, würde ich sagen. Einmal gibt es eine Anfrage oder es gibt ein Angebot. Angebot ist, wenn du halt, da kriegst ein Drehbuch zugeschickt und weil der Produzent, der kennt mich dann vielleicht schon oder so und fragt, hier die Rolle Niklas Schuster, hättest du Bock, sie zu spielen? Und er liest auch gerne mal das Drehbuch und gibt uns Bescheid. Das ist cool. Einfache Variante. Das passiert aber meistens erst, wenn die Leute dich so ein bisschen kennen und du schon ein bisschen mehr gedreht hast. Was ich aber eigentlich noch viel mehr mag, sind keine Angebote, sondern Castings. Und das würde man einfach so als Anfrage bezeichnen. Ich bin in einer Schauspielagentur als Schauspieler und meine Agentin, die schickt mir dann was zu. Vielleicht gibt es so eine Szene und so ein bisschen Infos drumherum. Wie heißt der Film, wo soll der ausgestrahlt werden, wer macht Regie und worum geht's grob. Und dann gibt es vielleicht ein Drehbuch dazu. Manchmal gibt es es aber halt auch noch nicht, weil es noch top secret ist. Manchmal muss ich auch unterschreiben, dass ich eine hohe Strafe zahle, wenn ich das Drehbuch irgendwie an Dritte weiterleite oder so. Da steckt viel Geld und viel Arbeit hinter. Teilweise mehrere Jahre wird an so einem Buch gearbeitet. Das kann ich total nachvollziehen. Für mich ist es natürlich besser, immer wenn ich ein Buch habe, weil ich dann die ganze Geschichte kenne und mich dann anders auf so ein Casting vorbereiten kann, als wenn ich nur eine Szene habe. Manchmal lässt sich das nicht ändern. Genau, so. Und dann gucke ich mir es an und entscheide erstmal, könnte ich mir vorstellen, das zu machen? Und wenn ja, dann gibt es einen Termin zum Casting. Das sind dann oft irgendwie mehrere Leute. Beim Film läuft es meistens so. Es gibt, sagen wir mal, bei einem TV-Film gibt es den Sender, da arbeitet ein Redakteur, der ist vielleicht sozusagen der Geldgeber im Grunde. Die engagieren dann eine Produktionsfirma mit einem Produzenten, die sind mit dem Drehbuch vielleicht gekommen oder haben das entwickelt, mit einem Autoren. Und dann gibt es einen Regisseur, aber es gibt auch die Casting-Direktoren. Und das ist eigentlich ein ziemlich spannender Job, weil diese Casting-Direktoren kennen nicht nur die ganz bekannten Schauspieler, sondern auch die man vielleicht noch nicht kennt und die mega talentiert sind. Und die gehen vielleicht ins Theater und schauen sich neue Gesichter an und versuchen, die Leute zu finden, die halt für diese Rolle passen. Die lesen das Buch und machen Vorschläge. Die Casting-Direktoren, die treffe ich halt immer wieder, weil ich dann zu denen zum Casting gehe. Genau, dann ist da vielleicht so ein Tag und dann kommen dann vielleicht 10 Leute für meine Rolle. Manchmal gibt es dann schon vielleicht, die andere Hauptrolle ist vielleicht schon besetzt, vielleicht ein Mädchen und dann spielt sie halt mit allen durch und man guckt, mit wem passt es am besten zusammen. Es gibt auch E-Castings, da muss ich mich dann selber filmen und denen es zuschicken. Oft wenn ein Projekt noch ganz am Anfang steht oder wenn es eine Produktion aus England ist oder so und jetzt nicht einfach hier 10 Leute aus Deutschland einfliegen können oder wollen oder auch jetzt über Corona ist es natürlich auch schwierig gewesen. Genau, so läuft es ab und dann gehe ich zum Casting, da ist ein Regisseur, wir spielen das und dann gibt es manchmal noch eine zweite oder dritte Runde und dann wird entschieden. Und that's it eigentlich. Also das Doofe bei Castings ist halt, dass auch andere sind und sagen wir 10 Leute sind da und ich denke immer, okay, dann ist die Chance vielleicht ein Zehntel, dass es klappt. Ich mache mir immer nicht zu viele Gedanken hinterher darum, weil sonst macht man sich halt auch irgendwie voll kirre. Und wichtig ist auf jeden Fall, dass man einfach lernt, mit Absagen umzugehen. Und das ist eine Fähigkeit, finde ich, die lernt man in der Filmbranche als Schauspieler, muss man die lernen. Und ich glaube, das hilft einem sonst auch im Leben, dass man lernt, mit
Tiefschlägen oder Niederschlägen. Oft gibt es so Rollen, die willst du unbedingt, spielen und dann, dann klappt es halt auch mal nicht. Und es hilft einem auch sonst viel, glaube ich, im Leben irgendwie, wenn man diese Fähigkeit hat. Aber generell finde ich Casting richtig, richtig wichtig, weil, also auch generell jetzt, egal ob ich mitspiele oder nicht, für den Regisseur finde ich das richtig wichtig, weil jeder bringt halt auch was anderes mit, eine andere Farbe, vielleicht auch eine andere komödiantische Idee mal irgendwie für eine Figur. Und ich habe schon oft erlebt, dass Leute, Schauspieler, Ideen mitgebracht haben und irgendwas machen in einer Szene, wo dann das Buch umgeschrieben wird, ey, das müssen wir einbringen, das war zu genial einfach. Deswegen finde ich es immer wichtig, dass man ein Casting macht. Man kann immer viel dabei lernen. Ich finde es voll geil, weil du spielst immer mit neuen Leuten. Das ist einfach voll die coole Spielpraxis und Erfahrung. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, immer Angebote oder immer Casting, würde ich auf jeden Fall immer Castings nehmen. Es macht auch einfach Spaß. Genau, that's it. Das ist das Video. Ich hoffe, ich konnte eure Frage beantworten. Falls ihr andere habt, schreibt sie in die Kommentare. Lasst mich wissen, wie ihr das Format findet, was ich noch machen soll. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Kostet ja nichts. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Peace.